Ich sehe mich überhaupt nicht als Klinikheldin. Als man frisch mit dem Studium fertig ist, denkt man, jetzt wird man auf die Welt losgelassen und rettet alle. Man kann nicht alle retten. Und das ist schwierig. Mein Leben wird durch beides bestimmt, sowohl durch die Niederlagen, weil davon kann ich auch lernen, und durch die Höhepunkte auch, weil wenn ich die Höhepunkte nicht hätte, dann würde ich an meinem Beruf zweifeln. Wir haben wirklich als Ärzte das Privileg, von der ersten Sekunde eines neuen Lebens dabei zu sein. Das ist sehr, sehr schön und natürlich auch eine große Verantwortung. In der Geburtshilfe zählt wirklich jede Sekunde. Das sind wirklich die schnellsten Entscheidungen, die man treffen muss. Die Onkologie und Geburtshilfe so direkt passen nicht zusammen, aber wenn ich schwierige Gespräche habe mit Patienten, mit Angehörigen, die mich auch sehr mitnehmen, ist es immer schön, mal kurz einfach auf die Wochenstation zu gehen und so ein Säugling sich anzugucken. Man gewöhnt sich nicht dran, man stumpft auch nicht ab.